MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 14 Karrieremodus mit Hertha BSC. Wir spielen gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal und jetzt geht's um die Wurst, Freunde. Jetzt geht es richtig um die Wurst. Und ja, wir gehen ins Spiel. Ich hoffe, euch wird's gefallen. Lasst gerne heute wieder ein Däumchen nach oben, das wäre wunderschön. So, wir spielen hier zu Hause und jetzt muss es doch wohl mal klappen, richtig gut zu spielen. Suarez, Müller, okay, Lahm, Lenz, aha. Ja, der Philipp Lahm ist ganz stark am Abbauen, weil er jetzt ja schon ein bisschen älter ist. Was ich gelesen habe, gehört, gesagt bekommen, ist, dass im nächsten Teil des Karrieremodus... Shit. Die Spieler nicht so stark mehr abbauen werden, wenn sie älter sind. Und dass Talente schneller ihr Potenzial ausschöpfen können. Also, dass man wirklich auch mal so die Möglichkeit hat, so einen richtigen Mario Götze zu kriegen. Weil du kriegst es ja kaum hin mit einem Spieler, dass der dann irgendwie, mit 20 oder 21 eine Stärke von 85 hat. Glaube ich, haben wir noch nicht so hinbekommen, oder? Weiß ich nicht so genau. Es ist zumindest ultra schwierig. Ist auch halt auch ein Ausnahmetalent und so weiter und so fort. Aber ja, die sollen wohl besser funktionieren. Und das hoffe ich natürlich mal, dass die Talente da schöner zur Geltung kommen. Letztendlich wird sich nicht so viel am Karrieremodus leider ändern, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist halt ein bisschen schade. So, jetzt hier Shaqiri mit der Flanke rein. Kommt nicht ganz an, Thomas Müller und Lance Armstrong da hinten in der Verteidigung. Rafinha. Oh nein, er heißt nicht Lance Armstrong. Oh, Kirchhoff, stark. Uiuiuiui. Also hier, Chance um Chance, Angriff um Angriff. Es ist sehr mittelfeldlastig, wie ich finde. Und jetzt kommt Suarez auf Philipp Lahm. Nein. Griezmann! Oh! Da kommen sie, die Bayern. Nochmal Griezmann. Öztunali. Schwierig da, den Ball wieder zu erhaschen und durchzuwurschteln. So, weggefeuert. Nein. Wir sind da dran. Wir machen das den Bayern echt nicht einfach. Es ist hier halt der DFB-Pokal. Da ist alles möglich. Not geht's halt in die Verlängerung, was wir eigentlich nicht möchten. Wir wollen keine Verlängerung. Was? Nein. Nein. Ich hab den doch gar nicht da am Ball gehabt. Ich wollte mit ihm rechts unten. Ey, Mann. Ja gut, er steht vielleicht aktiv im Abseits, weil er dann die Gegner behindert oder so. Ich weiß es nicht. Das wäre natürlich möglich. Er nimmt sozusagen am Spielgeschehen teil. Aber mein unterer Mann, der wollte den doch haben, den Ball. Ja, Abseits wieder. Jungens. Ihr müsst euch doch mal ein bisschen anstrengen. David Alaba, Kirchhoff. Jetzt hier Ragazzo. Eigentlich habe ich gehofft, dass Villalba oder wer auch immer gerade da im Sturm steht, neben Ragazzo, unten läuft, dass er nach unten geht. Aber nein, er hat sich entschieden, einfach da zu, neben dem Verteidiger zu bleiben. Sehr schön, schlau und sehr toll. So, Rafinha und Bruma, jetzt hier. Ah, ja, sorry. Thomas Müller, David Alaba. Roma. Ja, und sie. Das sind solche Hampelmänner, ey. Ja, komm. Yeses! Boom! Da ist das Ding. 1:0 gegen den FC Bayern München. Gehen wir in Führung.
zack, rutschen und ziehen und schubsen und alles sie an unserem Villalba herum. Da der Kirch auf 8 Meter größer. Und dann wird hier abgeschlossen. Manuel Neuer ist nicht mehr da und der kommt bald zu uns nach dieser Saison. Das ist cool. Aber nach dieser Saison gibt es halt FIFA 15 schon. Shaqiri, gut. Ischilio. Jo! Bruma! Und er steht richtig. Durchgesetzt. Kirchhoff wieder. Kirchhoff. Zack. Kirchhoff ist dran, aber kann sie nicht durchsetzen. Und dann hier schön abgelegt und zack. Der Torwart denkt, ich schieße aufs kurze Eck, spiele aber aufs lange und bam, 2:0. Hier einfach mal schön miteinander getroffen. So läuft's, Freunde. Gut. Alter, wollen wir jetzt hier nochmal einen oder was? Nee. Ei, 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 ei. Erste Halbzeit ist vorbei. Wir führen 2:0 und das ist schon mal eine richtig gute Sache. Ich freue mich auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir hier dann doch so geschickt wieder reinkommen. Und es ist ein ganz anderer Tag heute, wo ich aufnehme. Die letzten Folgen hatte ich ja alle so an einem Tag und davor. Ja, ich weiß es nicht, ob ich jetzt einfach besser reinfinde wieder ins Spiel. Ich weiß es echt nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall so eine mentale Sache, vermute ich. So ein bisschen dank eurer Unterstützung läuft es natürlich auch mal irgendwie wieder besser. Schön. Shaqiri. Oh! Super Schuss von Shaqiri. Diesmal ist es wirklich Shaqiri. Bei Paderborn habe ich wohl letztens irgendwie im Spiel gegen Bayern München gesagt, als David Alaba das Tor geschossen hat, ah, Shaqiri. Ich weiß auch nicht, manchmal sehe ich halt andere Sachen als andere Menschen, ich weiß auch nicht. Es war ein Schuss von Shaqiri im Herzen. Eigentlich wollte er ihn im Herzen spielen. So, 52 Minuten, Philipp Lahm wird einfach mal schön durchgelassen. Gut. Ah, da stand einer dazwischen, habe ich gar nicht gesehen. Mach doch mal deine Augen auf, du Lauch. Brooks. Ja, unsere Mannschaft war halt teilweise ein bisschen unfrisch. Villalba. Oh! Schade. Super Position, um den einfach da mal reinzuschieben. Aber ja. Oh, Backe, du. Ja, daran Griezmann, der darf da nicht durchkommen. Auch ein starker Typ. Es gab noch einige Transfervorschläge. Sorry, dass ich die alle nicht so machen konnte, weil es echt schwierig ist. Wir haben halt so wenig Budget jetzt gerade, dass man da eigentlich nicht mehr viel machen kann. Weil wir halt, ja, für Manuel Neuer ziemlich viel ausgegeben haben. So, Bruma. Ist auch unfrisch. Der muss gleich mal gewechselt werden. Die Windeln gewechselt bekommen. Die Chilio? War das gerade die Chilio? Warum läuft das denn jetzt hier alles mit den Flanken? Das ging so lange gar nicht mehr. Das hat so lange nicht geklappt. Natürlich jetzt hier Bruma, der dort die Flanken spielt. Das ist schon ein bisschen was anderes. Ich weiß es nicht. Ach, komm mal, Bruma hier. Völlig fertig. Ja, holen wir Depay mal rein. Dann im ZOM wollen wir mal Vihena reinbringen. Und was dann noch halt verdammt viel Energie benötigt und ich jetzt gerade die ganze Zeit angeschrieben werde. Ich glaube, ich muss meine Frau abholen. Jo, okay. Gut, ich soll sie nämlich bald abholen. Und dafür müsste ich mich hier ein bisschen beeilen. Das ist natürlich doof. Shaqiri, wechseln wir mit Martial. Obwohl, können wir... Warte mal, wir können natürlich
mal so machen, dass wir Martial mit Ragazzo wechseln. So. So, Freunde. Jetzt wird hier ausgewechselt, alles Mögliche rein. 68 Minuten gespielt. DFB-Pokal, einfach mal eine 3-0-Führung gegen die Bayern. Ihr seht, die Bayern sind eigentlich schon recht stark, haben aber Nachteil, einen nicht so guten Torwart zu haben. Ne? Ich glaube, der ist nicht so stark. Und Kirchhoff war meines Erachtens auch jetzt heute nicht wirklich stark. Hat da das ein oder andere Problemchen gehabt mit unserer mit unserem Angriff. Obwohl er halt groß und stark so ist, konnte er sich nicht richtig durchsetzen. Da haben wir uns halt schon recht gut gemacht. Bayern spielt hier immer bevorzugt kurz. So, und jetzt hier den Ball. Ab nach vorne, auf Martial. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß einfach nicht, was los ist. Da haben wir die Bayern einfach komplett überrumpelt. Wir sind da durch. Da kommen sie ran und er spielt. Aber der Torwart, sowas von schlecht, die Leistung vom Torwart. 4-0. Ich weiß echt nicht, was los ist. Ich habe manchmal so Tage, da spiele ich einfach nur grottenschlecht und dann gibt es da so andere Tage, dann spiele ich einfach so überragend. Es ist einfach so ein Auf und Ab, es ist einfach so eine Form. Eigentlich müsste ich jetzt hier noch viele Spiele machen, weil ich gerade so eine gute Form habe. Aber kann ich leider nicht. Kann ich nicht. David Alaba. Lance Armstrong. Muru, der hat sich ja so beschwert, dass er so wenig spielt. Jetzt darf er hier im DFB-Pokal mitspielen. Schade. Wollte ihn da gerade schön vorne in Szene setzen. Oh, Muslera. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Muslera, kann man irgendwie was vom gegnerischen Team sehen? Würde eigentlich gerne mal die, ja, Bewertung sehen. Müssen wir nochmal nachgucken, ob wir Muslera irgendwo sehen. Also, ich weiß ja nicht. Der hat sich richtig schlecht heute gemacht. Keine Chance, kaum ein Satz. Irgendwie gezeigt, dass er da, ja, was halten möchte und so weiter, aber ja. Da sagen wir nicht, Leim, ne? Leim? Da sagen wir nicht Nein. Und Daniel Sturridge, also die haben super starke Spieler, die Bayern. Richtig starke Spieler. Sturridge für Philipp Lahm. Also wie die Auswechslung zustande kommt, weiß ich jetzt auch nicht. Vermute einfach mal, dass die Formation geändert wurde. Und heute haben wir Leali im Tor. Das ist ja eigentlich unser frustrierter, schlechter Torwart. Und vorbei. 4-0, what the frack? Was ist da los? In der Liga erst richtig weggeputzt worden, oder? Bin ich mich da falsch? Ah nee, das war Paderborn, wo wir richtig weggeputzt wurden. Hier war, weiß ich gar nicht, wie wir hier gespielt haben. Ich komme halt so ein bisschen durcheinander. Ja, die Bayern kamen nicht richtig raus, ne? Die haben 60% Ballbesitz, kaum Zweikämpfe gewonnen, das haben wir halt gemacht und wir haben halt Schüsse gehabt. Ja, und Schussgenauigkeit seht ihr dann halt bei uns, 66%. Passgenauigkeit ist nicht so gut wie bei den Bayern. Letztendlich kommt es nicht auf die Statistiken an, sondern eben, dass wir hier gewinnen. So, und wenn wir hier nach diesem Baumprinzip gehen, müsste unser nächster Gegner dann Bayern 04 Leverkusen sein. Man weiß es aber nicht so genau, ob das wirklich wieder so ist, ob das neu ausgelost wird. Eigentlich ja, aber eigentlich auch nein. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist es überall anders. So, Shaqiri, der Abtrünnige. Ja, okay. So, ihr seht, wir haben 7 Punkte Rückstand auf die Bayern. Und jetzt wollte ich nochmal suchen, muss Lehrer suchen. So, muss Lehrer. Sehen wir da, wie stark der ist? Oder sehen wir hier einfach gar nicht? Der ist ja bei den Bayern. 29 Jahre alt. 86er Bewertung. Ist doch gar nicht so schlecht, wa? Ist doch gar nicht so schlecht. Also eigentlich sogar richtig stark. Aber halt, ja, 29 Jahre alt. Haben sich eigentlich doch einen ganz guten geholt. Ja, hat sich heute aber nicht so angestellt, ne? Als wäre er ein guter. Okay, dann haben wir hier ein Spiel gegen Frankreich. Internationale Testspiele. Ja, Testspiele interessieren uns jetzt hier nicht so mega doll. Ich habe da jetzt hier nicht so krass die Aufstellung gemacht. Wir testen einfach mal
verlieren einfach mal 2-0. Toni Kroos ist verletzt, das ist natürlich schön. Letzte Spieler, Preisgeld und ja. Okay, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben, das wäre sehr, sehr lieb von euch. Und wir sehen uns dann, ach, schon wieder Testspiel. Ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's also gut, bis dann. Tschüss.